Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Rainbow Six. Okay, holt die Waffen raus, wir knallen den Keller ab. Ja! Nein, Dead by Daylight. Ja, wir hatten gerade über Rainbow geredet. Geil. Willkommen zu Dead by Daylight. Ja. Entschuldigung, dass ich mich versprochen habe. Das wird so hart bestraft in diesem Game, man darf sich echt nicht versprechen, ne? Ja, das ist jetzt echt ein bisschen hart. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so auf die so darauf reagiert. So, okay. Keine Sorge, ich bin schon dabei. Du hast meine Einladung! Und ich erkläre den richtigen Einlader, weil seit gerade hat sich meine Freundschaftsliste wieder einmal um eine Person erweitert. Steigt exponentiell nach oben. Ja, pro Folge ein neuer Freund. Warum lädt das wieder so lang? Ah, ja. Ich bin direkt. Ja, ist klar, weil ihr so ein widerliches Schlachthaus halt direkt, ne? Aber du siehst ja anders aus, ne? Du hast ja deinen Pulli an, ne? Das bist nicht. Ah, du bist das da hinten. Ja. Ey, wir sind alle vier zusammen. Ivo, was? Wir sind alle vier hier vereint gewesen. Was? Ich seh zwei. Ja, ich bin jetzt weggelaufen. Du bist. Ah, blind. Ich hab dich gesehen. Du bist ja auch blind. Tut mir leid. Komm mal zu dir. Oh, was? Nein. Hi! Hi! Endlich! Kettensägenmann! Was? Das war drauf! Ich hab das auf. Oh, das ist der Kettensägenmann! Ich hab das auf Aufnahme, es war drauf. Es war genau auf dem Strich. Reich diese Aufnahme bei Dead by Daylight ein. Und lass diese Spielrunde gleich annullieren, wenn irgendwas schief geht, Leute. Ich sorg dafür, dass das ganze Spiel aus dem Markt genommen wird. Er kommt in diese Richtung. Ah, ne, verfolgt einen anderen. Okay. Glaub ich, ja. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's zuerst gesehen. Gehen wir nach rechts? Okay. Von dir aus nach rechts? Ja. Okay. Aber wir hätten auch von dir aus nach rechts gehen können, wäre auch weg. Dann wäre eine Mauer gewesen. Ja. Und dann wären wir durch die Mauer durchgegangen. Hätten die kaputt gemacht und. So, hier drinnen bestimmt. Nein, nope. Ich hol mal die Kiste. Scheiße, bin auf deinen Kopf drauf. Nein! Ja! Richtig! Du hast auch ein bisschen rum. Was ist das? Irgendwie hast du auch ein bisschen rumgeleckt, hab ich das Gefühl. Nee, ich bin ein bisschen fest. Alter. Oh, ist aber so eine schäbige Werkzeugkiste, also keine tolle, sondern so eine 0815. Warte mal, kann ich echt hier was sabotieren? Nee, die unten kann man nicht sabotieren. Immer wenn ich hier rumrenne, höre ich auf einmal so einen komischen. Klappen. Ich dachte es mir schon, aber ich war mir jetzt nicht 100% sicher. Also unten, die kann man nicht sabotieren. Okay, es geht wieder. Versuche ihn mal zu holen. Ich repariere mal gerade den Generator. Gut gemacht, Mario. Ich weiß, dass du es nicht warst, aber gut. Ist ja gut. Hi. Hi. Hauptsache, die rennen nicht zu uns. Keine Ahnung. Ist mir und wenn egal. Schon, es ist der Kettensägenmann. Der ist leicht. Kettensägenmann ist einfach. Glaub, nein. Der oh. Kettensägenmann kann schon brutal sein. Okay, der Verletzte kommt zu uns. Ich heil den. Du, lass mich mit dem Generator alleine, das verunsichert mich jetzt total. Du schaffst das schon, du bist ein großer Junge. Er kommt in unsere Richtung. Alter, ich hab den Generator eigentlich noch geschafft. Ich hoffe jetzt nicht. Hey, ich hab Oh fuck. Was? Das war doch. Er geht weg. Der Killer geht weg. Okay. Keine Ahnung, irgendwie, ich hatte es gerade eben geschafft. Und aus irgendeinem Grund hat er dann trotzdem kam da so ein Quicktime, wenn er vorher schon fertig war. Ja, voll komisch. Also, sah fertig aus. Also, war eigentlich. Ich glaube, der Kettensägenmann spielt. Ist relativ neu. Du Noob! Hat mich geknallt und der geht erstmal weg. Der hatte Angst. Hey, der hat ihn gefunden. Oh. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich stell mir so vor, so die Kinder so. Ah, das war ein lautes Geräusch, hier, geh weg. Okay. Jungs, warum mach ich nicht das hier? Das ist doch viel besser. Alter, wie viele. Wir haben schon. Alter, waren das 5 Generatoren, die wir machen müssen? Ja. Waren das nicht sonst. Oh. Okay, geht weg. Gehst du rüber? Ich mach das hier zu Ende. Ich mach das zu Ende. Dann gehen wir gemeinsam rüber. Ja, okay.
Irgendwie leckst du ein bisschen rum, hab ich das Gefühl. Das kann nicht sein. Ist er bei dir, Chris? Ja, ich lenke ihn ab. Okay. Er ist nicht mehr hinter mir her. Er ist nicht mehr hinter mir her. Ja, er läuft Kreise. Okay. Achso, er hat auf den Typen gewartet. Er hat eine Falle gelaufen. Scheiße, mach auf, was der lauert mit der Kettensäge hier. Scheiß drauf, geh weg. Das wird nicht reichen, verdammt. Nimm ich lieber das Sunny-Kit. Fuck, er hat mich. Nein, das war auch dämlich von mir. Hey, ich konnte nicht mal rennen, was war denn der Scheiß? Egal. Lol, er geht einfach mal so eben an einem Haken vorbei. Aber er schafft es trotzdem. Nein, schaffe ich nicht. Ich sag doch, er schafft es trotzdem. Alter, was war denn das jetzt für ein Leck? Ja, kennst du, wenn man auf einen Haken geschmissen wird und dieses Geräusch einfach mega leckt? Nee, aber ich habe irgendwie das Gefühl, du leckst ein bisschen rum. Kann irgendwie sein. Was macht meine Stimme? Die ist noch okay. Lol. Das ist nicht so wie bei mir. Zum Glück. Der eine wird gerade geheilt. Und ich denke mal, dass du gerade hier gerade kurz vor mir bist. Ja, ja. Komm. Ich folge dir direkt, ne? Ja, ja. Folg mir, wenn du überleben willst. Oh. Was? Du bist verfolgt. Oi. Von einem Fuß. Da kommt hier rum, guck mal. Ja, oh, hör auf mal rumzuzappeln. Okay, und der erste tot. Danke. Wir müssen gucken, wie wir weitermachen. Ja, hier ist bei mir noch ein Generator. Vorsicht, er kommt genau aus dieser Richtung, wo du gerade hinrennst. Das glaube ich nicht. Okay. Tschüss. Tschö. Verfolgt er dich? Nein, nur nicht. Ich hab mich schön okay, dann ist er gut. Spürst du schon seine Kettensäge? Bin ihn losgeworden. Ich hasse es, wenn man ihn kurz hört und dann ist er wieder weg. Und dann hört man ihn wieder kurz und dann ist er wieder weg und immer wieder. Ich hab einen Generator gefunden. Meiner schon fast fertig. Der wurde auch. Fuck. Also meiner ist fast fertig, den ich jetzt hier gerade mache. Es handelt sich nur noch um 3, 2, 1, 5 Sekunden. Ich glaube, das musst du nochmal revidieren mit dem Noob, ne? Der ist doch nicht so schlecht. Okay, vielleicht ist er ein Anfänger, aber. Eigensinniger Spielstil, aber er kriegt schon so seine Punkte. Alter, das war so ein Lack, ich habe gerade in dem Moment geleckt. Hacker, Glitch-User, Bug-User, Oh. Mach dein Tor auf. Ich mach dir jetzt eine Tor auf. Ja, du gehst aufs richtige Tor zu, aber das ist noch nicht offen. Zur Hälfte offen. Drei Viertel. Ja, ich lecke auch aus irgendeinem Grund. Und es ist offen. Oh, ich schaff's. Ich
Flecke auch, aber mega. Also, ich dachte, du wärst da, aber dann kam plötzlich der Klettereck vor mir. Bin hier oben auf dem Hügel. Oh, hier ist ja auch die Luke. Wie wär's, wenn du jetzt runterrennen würdest? Da ist das Tor. Oh, der Killer ist weg. Kannst du mich ja nochmal heilen? Ich bin weg, ich musste abhauen. Der Killer war direkt vor mir. Okay, dann. Der kam mit der Kettensäge in Anschlag. Lassen wir erstmal den Typen wechseln. Dann keine andere Typ durch die Luke. Den Haken sortieren und durch die Luke. Macht er wieder sein Spielchen. Alter, jetzt springen. Jetzt ist Er macht den Omni, er macht den Omni. Oh. Aber er wurde nochmal getroffen. Noch erwischt, ja. 101 Blutpunkte. Dings. Ich auch. Nice. So. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Weil ich musste mich mal jetzt kurz eine Unterbrechung machen. Ja. Kurz vor 7 machen wir eine kurze Pause. Ja, machen wir eine kurze Arbeitspause. Ja. Bis dann in gleich. Bis gleich in auch, der auch zweiten Pause. Auch ein YouTuber braucht mal eine Pause. Nee, ja. Gearbeiten. Den ganzen Tag sind wir nur am Spielen, nur am Aufnehmen. Wir brauchen auch irgendwann mal Zeit für uns. Ach so, so Zeit für uns, ja. Nein. War das eigentlich nicht gemeint? Nee. War's nicht. Nein, war's nicht. Okay. Nein, das war natürlich nicht Spaß. Ja, dann. Bis gleich. Sehen wir uns auf dem Platz. In der zweiten Hälfte. Bam, 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 bam. Wir sind hier wieder beim zweiten Teil. Ja, beim zweiten Teil. Ist das ein Erntedankfest-Flyer? WTF? Was ist das? Das Thanksgiving? Okay. Ist zwar etwas schon zu spät, aber können wir doch nachträglich feiern. Ja, genauso wie Halloween. Ja, feiern wir alles nachträglich. Ja, klar. Halloween. Halloween kannst du auch nächstes Jahr zu Ostern feiern, das geht auch klar. Verkleidet man sich ja auch als Grusel-Osterhase. Alle denken so, du willst den Eier schenken, in Wirklichkeit willst du die alle umbringen. Genau. Und was ist das denen denn, Eier? So große, kindergroße Eier. Problematisch wird es nur, wenn du Silvester an Weihnachten feierst. Das geht so gar nicht. Den Rest kannst du verschieben, wie du willst. Oh nein, die Runde startet auch so lange. Oh nein! Oh, es geht doch. Ich glaube, ich habe den Killer schon gesehen. Hast du auch gerade diesen Ruckler gehabt? Ja. Ich habe mich einfach 5 Meter... Oh, Alter! Alter! Das ist Michael Meyer. Alter! Alter, das deckt mega. Ah, oh, super. Also es ist bei uns beiden, dann wird es wahrscheinlich nichts am Killer oder so. Ich schwör's dir, das war jetzt mega creepy. Dieser Ruckler, ne? Ich wollte zum Generator gehen, bin auf dem Weg gewesen, auf einmal stand ich beim Generator und es hat geruckelt. Ne? Und ich konnte halt mich drehen, wie ich wollte, es ist nichts passiert. Und dann auf einmal konnte ich mich nach rechts drehen, wer stand rechts direkt neben mir? Der Michael. Der Michael. Oh, shit. Und ich bin einfach durch den Baum geportet. Ich habe mich einfach 5 Meter nach vorne. Oh nein. Ja, der wollte mich gerade aufhängen. Ich bin gerade angekommen. Lauf, Mario, lauf! Ich bin auch wieder durch den Generator und durch den Baum durch. Oh. Ja, was hätte ich machen sollen? Mario, du hättest laufen sollen. Ja, war ja dabei. Ich glaube, diesmal wirst du hängen. Nein. Wenn das noch 3-4 Runden läuft, dann nicht. Und trotzdem hängt er mich an denselben Haken. Warum? Er geht hoch. Ich werde sowas von sterben. Ich mache den Generator jetzt fertig und werde sowas von sterben. Oh nein, es ruckelt. Oh. Hey, was ist denn das für ein Typ? Guck dir mal den Namen an. Voll der Ausländer. Ich muss aufpassen, der ist direkt hier in der Nähe. Deshalb warte ich noch ein bisschen mit sich. Na klar, der läuft direkt hier irgendwo amok. Er rennt. Verdammt, was macht ihr eigentlich alle drei hier? Darf ich ein bisschen warten? Ja, klar. Nein! Also, nein! Du Wichser! Was? Nein! Ich hasse diesen. Was auch immer der Typ ist, ey. Den Michael hier. Nee, diesen AC-Dress. Es ist diesen Araber da. Oder. Nee, warte mal. Lateiner. Diesen Lateiner. Ich hasse den. Ist das Latein? Wegen dir. Ja, es ist. Wegen mir?
Nein, nein, wegen. Ich bin gerade an den Typen vorbeigelaufen und sagte wegen dir. Ja, komm, jetzt hol mich hier vom Haken und ganz schlau, ich werde direkt eh drauf gehen. Also für mich heißt der jetzt Atze. Atze Dressi. Ja, komm, jetzt heil ich dich mal. Oder heilt mich. Oh, wir sind alle. Ja, komm, hier, Alter, leckt einfach mega. Ja. Ganz ehrlich, sollen wir aus der Lobby rausgehen? Aber der Rang. Den verlieren wir so oder so. Ja, du. Ja, aber, so oder so. Aber ich nicht. Alter, du willst ernsthaft hier mit Laggen weiterspielen. Außerdem wird der Rang im nächsten Monat eh wieder zurückgesetzt. Ich bin eh tot. Okay. Das sah lustig aus. Er hat den nächsten schon gefangen, aber ich dachte das kurz wäre das deine Leiche. Wie kann er den nächsten gefangen haben? Der stand die ganze Zeit bei mir und ihr wart voll weit weg. Scheiße! Scheiße, ich will sterben! Yep, was ist sowas von? Da war so eine Anzeige. Boah, Luck. Aber das war so geil. Wir haben uns einfach mal 5 Sekunden lang angeguckt. Okay. Ich dachte, warum war da keine Palette? Aber das ist gerade eben. Hatte nämlich irgendwie so einen Typen auf dem Rücken gehabt. Das war so ein Anzeigefehler. Hatte irgendwie einen Typen auf dem Rücken gehabt. Lol. Und dann plötzlich stand da unten und guckt mich irgendwie so 5 bis 10 Sekunden lang an, während ich. Ah, toll. Jetzt bin ich jetzt eh gleich tot, also. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das will niemand sehen und. Ey, machen. Wir machen dann ein Special, ne? Wir machen ein Special. Achso, du meinst so ein Special? Ja, ein 3 Folgen. Ein 3 Spiel ist Folge. Komm, ich versuche mich jetzt heldenhaft zu befreien. Und es wird nicht klappen und. Ja, ich bin gerade. Oh, der nächste ist eh down. Oh, nein. Nein. Hätte ich nur weiter Leertaste gedrückt. Ich hätte es noch geschafft. Hey, plus 9 Zeit im Keller, plus 19. Aua, ich bin müde. Aua, ich bin müde? Ja, aua, ich bin müde. Nee, hab mich gerade irgendwie verletzt. Aua, ich bin müde. Okay, gut, dann. Die nächste hängt auch schon im Keller, dann. Ich bin rausgegangen. Jo. Jetzt zoom ich nochmal. Ich verlasse jetzt auch raus. Ich verlasse jetzt auch raus, Alter. Ich sollte Deutsch lernen. Alter, du solltest Deutsch unterrichten. So. Hey Leute, nur für euch. Extra Deutsch-Special. Also ein Special mit 3 Folgen und Deutschkurs. Genau. Alles nur für unsere Herr Professor Dr. Mario. Von und zu. Lernt Deutsch. Lehrt Deutsch. Lehrt. Mit Korrekturen von Christian. Darf ich auch einen Doktor haben? Nein, du bist Professor. Yeah. Warte mal, Professor ist der höherwertiger, scheiße. Yeah. Nein. Nee, du bist ja nur Professor, ich bin Professor Doktor. Mhm. Und vor allem, ein Professor ist ja nur ein Professor, aber ein Professor ist nicht direkt promoviert. Was? Promoviert, Doktor. Das war zu hoch für mich. Ich meine, ein Professor ist nicht direkt promoviert. Was? Promoviert heißt. Was? Promoviert? Homo-Job. Nein, promoviert heißt Doktortitel. Also, er hat sich den Doktortitel da verdient. Ey, machst du Opfergabe rein, ne? Ach ja, Mann, ey, ich bin halt kein Opfer. Vergesse ich immer. Machst du Macmillan-Kassettenbuchseite? Macmillan habe ich vielleicht. Kassenbuchseite. Ich will so ein Macmillan-Anwesen. Hab ich auch. Mach rein, ich will so ein Macmillan-Anwesen. Schwör.
Ich schwör, Digga. Ich schwör, ich will zu so McMillian, so, ne? Schwörst du oder schwörst du? Ich schwör so. Du schwörst. Schwörst du oder schwör? Schwör. Schwör. Na, wenn du nur schwörst. S-C-H-W-Ö-A. Wenn du nur schwörst. Schwör. Ey, wenn du nur schwörst, dann ne, okay. Aber wenn hättest du geschwört. Was? Schwör. Schwör. Ey, Digga, ich schwör. Ich schwör, ich will dahin. Das heißt, ich schwör. Ich weiß. Oh Mann, müssen wir wieder auf den Killer warten. Ich hoffe, ey, hast du gar keine Handtasche dabei? Ey, ich schwör, das ist voll scheiße, dass du keine Handtasche dabei hast. Digga, hast kein Style. Lol, Würgekranz. Warum willst du mich wieder würgen? Ja. Ja. Yeah. No homo. Ich hoffe eigentlich immer, wenn wir so lange warten auf den Killer, hoffe ich immer, dass der nicht, dass der irgendwie AFK ist. Das wäre nämlich schön. Ich hoffe einfach nur, dass es einfach mal kein Michael ist. Boah, was hast du gegen Michael? Mein bester Freund heißt Michael. Ich mag Michael nicht, der macht immer so Moonwalk und tanzt immer mit Zombies. Shimona! Genau. Und dann kommt der immer um die Ecke und hängt dich dann, und packt dich und hängt dich auf und tanzt er vor dir so, hihi. Shimona! Oh! Guck mal, jetzt haben wir zweimal hier McMillian drin und wir haben es nicht geschafft. Also irgendwie bezweifle ich, dass das irgendwie ein Zweck hat. Ein Zweck. Hi, hat. Bist du das? Du da, Chris. Hi. Wir gehen da hinten. Nein, ich renne jetzt. Ja? Ja? Wirklich? Shimona. Nein. Ja oder nein? Nein. Ich sagte wo in den Klo. Nee, in den Po. Ich sagte wo in den Po. Kennst du das noch? Okay. Batas? South Park? Stimmt. Wo in den Po? Ist nichts in der Nähe, alles gut. Bist du nicht der Schwule? Oh, da kommt was aus der Richtung. Ich höre das sogar. Wir sollten weg. Hey! Und es ist der Fallenstellermann. Der Fallenstellermann. Mit den roten Augen. Und es ist du hast ihn gut abgelenkt. Vor allem, ich bin gerade so. Als er gekommen ist, er vorhin in den Schrank geklettert. Würdest du aufhören, bitte wieder also hier in der Nähe zu sein? Ne, ich spiele ein bisschen mit dem. Ich spiele die ganze Zeit hier oben hin und her. Ja, ich sehe es, er steigt vor mir. Ich mache einfach mal den Generator. Da steht zwar ein Killer, ist mir egal. Oh fuck, ich kann nicht mehr zurückspringen. Scheiße, der hat da so ein Ding aufgestellt. Tja, der ist klug. Kennst du diese Dinger, diese. Wenn Fein? Du zu oft irgendwo drüber springst, dann wird der Weg dir versperrt. Nein. Komm. Dann wächst da irgendwas so drüber. Ja, mach das mal im Fenster nachher, wenn du Zeit hast. Da wächst was? Echt? Ja, da wächst da so. Oh, wächst da was. Haben die das jetzt gemacht, um das zu verhindern, dass man immer hin und her springen kann? Yep. Raffinierte Wichser. Boah, geil. Wir haben so ein Ding. Ich hab den Anführerbonus 2 und hat einen anderen Typ Anführerbonus 3. Haben wir dann Anführerbonus 5? Das wäre geil. Wenn das irgendwie gehen würde. Ich hab gleich ein Problem. Ich bin schwerst verletzt, ich brauche Hilfe. Du bist Veterinär, ne? Ich bin Veteran! Kommst du zu dem Generator, den wir ganz am Anfang gemacht haben? Klar, ich muss gerade mit meinen Brüdern hier den nächsten Generator machen. Wir sind gerade zu dritt, deshalb ist das gerade gut. Ja, dann geht's schnell. Wir haben den Anführerbonus. Wo seid ihr? Nein! Da wo die Dreieck. Explosion war. Oh Gott, ich will nicht Erster sein, der stirbt. Es war alles eure Schuld. Okay, ich komme zum Generator, ja? Bleib wo du ich bist. Ich bin am Tor. Ich bin jetzt am Tor. Ah, ich seh dich. Du bist am Haus, ne? Ja. Warte, auf der anderen Seite müssen wir uns begegnen. Und zwar jetzt. Warte, ich seh mal einen anderen Kollege. Ey, Kollege! Ich heil mal. Ey! Oh. Was hab ich? Also ich geh zum ersten Generator, zum ersten. Ja, wir heilen uns gerade. Ich heile gerade den anderen Typen gerade. Was ich für den heilen? Oh nein.
Weg, 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 weg. Okay, ich komm zum Generator. Ja, ich bin da. Ich brauche ein bisschen. Ich komme. Hi. Hallo. Alter, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Skills, um die mir angezeigt werden. Alter, was ist das Schwein? Das ist nicht von mir. Das ist wahrscheinlich vom Killer. Ich kenne das aus diversen YouTube-Folgen. Alter, ich hoffe, dass du nicht am Boden liegst. Wieso? Ja, ich hoffe es für dich einfach, dass du nachher nicht am Boden liegst. Wieso? Ach, warte mal, ist man dann sofort tot? Kann er einen sofort töten? Er kann dich killen, wenn das jetzt der Perk ist, für den ich den halte. Er ist rechts vom Haus. Ja, er ist weg. Weggerannt. Ja, nee, der ist so in die Richtung. Ja, ich weiß in welche Richtung. Ich habe ihn gesehen, aber er ist gerade mal weg. Komm, machen wir den Generator. Und hinten ist, auf jeden Fall Richtung, wo der Killer hingegangen ist, ist noch ein anderer Generator. Der ist noch ein anderer Generator, meinst du? Der ist. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich zur Hälfte oder so. Aber wir haben Killer, dreimal. Killer kommt. Erfolgt wahrscheinlich den einen. Ja, tut er. Ist ihm wieder weg. Die sind aber noch ein bisschen. Ja, jetzt ist er weg. Kommt wieder. Er kommt wieder. Er ist weg. Ist kommt wieder. Da. Der ist immer noch weg. Da. Jetzt ist er weg. Nein! Verdammt. Das ist irgendwie bleiben so schwer. Noch kurz. Irgendwie ist es schwerer geworden, habe ich das Gefühl. Alles okay, er kommt nicht. Hör ich, ja. Danke mich bei dir, du hast nämlich alle Quicktime-Events übernommen. Okay. Ah, ich glaube, die haben den. Ja, das war der. Das war ja. den die gemacht haben. Ja. Lass uns mal. Aus der Richtung kommt der Killer. Oh, ich wollte gerade sagen, gehen wir mal in die Richtung. Er hat mich, die Schlappe hat mich! Was denn immer, wo du hin bist? Ich bin im Schweinehaus. Okay, ich geh mal weg. Erstmal entkommen. Gewagt plus 6. Nee, du, das Blöde ist, der ist halt im Generator, wo wir halt. Wo der noch offen war. Ist das offen, also der noch frei war. Er war gerade bei mir in der Nähe, sorry. Wie? Ich bin gerade nicht da. Ich bin ganz woanders. Ich bin unten. Im Keller. Ich dachte, da wäre vielleicht eine Kiste, aber nein. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Alter, hoffentlich tritt er nicht in die Falle. Pass auf, da ist eine Falle. Direkt hinter dir ist eine Falle, Chris. Alter, ich bin irgendwie an da vorbeigerannt. Ich bin durch die durch. Wieso habe ich die. Vorsicht, er kommt. Wieso habe ich die nicht ausgelöst? Ich bin auf über die drüber. Keine Ahnung, Killer kommt. Ja, ich hör's. Ist der Killer, ja, Mann. Er hat den Typen. Okay, dann machen wir direkt den Generator, wenn er abhaut. Ja. Komm, Generator. Ich bin doch durch diese Falle durchgelaufen. Ist mal echt? Scheiße, nein, sorry, ich hab mich gerade. Mach weiter, komm. Oder nein, warte, komm. Das ist jetzt. Der wird direkt hier hinkommen. Mach weiter, ich sagte, wenn er kommt. Das Ding schlägt nicht aus. Kommt nicht. Ich sagte, er sucht eine Falle, tut die vor dem Typen dahin. Oder. Na, könnte ich mal finden. Konzentration. Boom, geschafft. Boom, geschafft.
Er kommt. Okay. Ey, die Luke ist direkt hier, ne? Okay, alles klar. Ich mach das Tor. Er geht wieder zurück. Ich mach das Tor auf. Also, die Luke ist direkt hier bei dem Generator. Die ist direkt am Generator, ja. Okay. Okay, versuch den Typen zu holen, wenn's geht. Ich komme danach. Er wurde ja, er liegt direkt wieder. Ein Tor ist offen. Warte mal, einer läuft hier gerade lang, ich muss ihn noch heilen. Wenn er nicht direkt in die Falle läuft. Okay. Ah. Ich laufe ihm jetzt einen hinterher, weil ich will den heilen. Black Adder lebt noch. Also war es gerade eben der andere, der hing am Haken. Ja. Alter, der Wichser soll stehen bleiben. Haut der ab? Ich weiß nicht. Ich mache jetzt gerade auch das zweite Tor auf. Okay. Beide Tore sind offen. Ich renne zu dem anderen, der noch lebt. Ja, ich komme mit. Der campt. Ja, ich sehe es, der läuft seine Kreise. Scheiße, läuft echt seine Kreise. Mieser Wichser. This guy, don't be this guy. Ich könnte schon, dass einer rein, der andere holt ihn. Bist du dabei? Zu spät, der ist tot. Fuck. Aber wir beide, hier das Tor ist auch offen. Das Tor dahin. Das Tor. Hui. Ein Happy End. Aber wo ist eine Kiste für mich? Ich weiß es nicht. Tschüss. Was ist denn los? Nix. Achso. Die letzte Kiste, die ich gesehen habe, die habe ich ja hier entnommen. Du das Schwein. Ist hier an meiner roten Handtasche. Ich will die haben. Gib die her. Nein, das ist meine. Alter, ich will die. Gib die her. Das ist meine Handtasche. Gib die irgendwo her. Geh mal da hinten zu Detlef, vielleicht kauft er dir eine. Alter! Detlef Trap? Mr. Trap? Mr. Trap? Detlef! Hey, wir sind die letzten beiden, ne? Ich weiß. Wenn du mir nicht meine Handtasche gibst, ich laufe auf jeden Fall 100 pro eine Falle rein. Ja, da passt doch die eine Falle noch auf, ne? Oh, gewagt plus 7. Hier ist keine verdammte Scheiße. Hau ab, ich versuche durch die Luke zu entkommen. Oh, wer fasst? Der ist hier irgendwo. Hau ab, ich will durch die Falle abhauen. Hau ab! Okay, ja, ich bin am anderen Tor rausgerannt. Und ich bin durch. Warte, ich will's auch sehen. Okay. So, und ich guck dir zu, ja. Sneaky. Wenn das nicht mal ein Special war. Das war ein geiles Special, ja. Hey, jetzt habe ich 115 Punkte. Ich habe sogar 117. Fick dich. Mhm, weil ich durch den Luke entkommen bin. Keine Ahnung, weiß nicht. Alter, ich habe 10 Steine in dieser Runde gemacht. 10 Steine. Das dauert extrem lange, bis man 550 Steine hat. Oder 750. Also, das wird ein bisschen dauern. Vor allem für jeden Stein, den du unterwegs findest, der verlangsamt dich einfach. Aber du musst halt immer wieder schleppen halt, ne? Ja, das ist... Na gut, Alter, Ich hab hier eine Ingenieurswerkzeugkiste. Wie geil ist das denn? Wenn du jetzt deine Sachen zeigst, dann zeige ich mir jetzt auch meine Sachen. Ich weiß nur nicht, ob ich die benutze. Warte, ist das so eine, also noch besser als eine geräumige Kiste? Ja, das ist eine Liga. Die 80 Einheiten erhöht enorm die Reparaturgeschwindigkeit, ja. Krass. Metallkiste mit hochspezialisierten Werkzeugen, die mit
die im Ingenieurswesen benutzt werden. Die meisten der Werkzeuge können selbst von Neulingen noch für schnellere Reparaturen verschiedener mechanischer Komponenten genutzt werden. Okay. Ja, ne? Also mit diesen wichtigen Informationen und meinem schönen Inventar gehen wir zurück ins Studio. Ja. Bye. Ciao.